Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück in Synapsia in Medieval Dynasty. Ein langer Weg liegt hinter mir. Ich habe Hunger, bin in meiner Außenstelle, kurz vor Gostovia. Und ich packe jetzt das Fleisch hier. Ach, weißt du was, das verkaufe ich im Lager. Wir haben genügend Fleisch. Aus dem Leder können wir auf jeden Fall noch was herstellen, würde ich sagen. Und ich ist, glaube ich, noch Suppe da. Das heißt, wir kaufen jetzt hier zweimal Suppe. Und werden erstmal was futtern. Ich habe mich tierisch Hunger. Wäre fast noch einmal Suppe gegangen. Und wir stellen noch 4 Ledersäckchen her. Und die verkaufen wir dann nochmal in der Stadt. Ist ja besser als das Rohleder zu verkaufen, glaube ich. Ich bin mir unsicher, weil wir brauchen halt für das Herstellen von diesen Simple Bags, einfachen Säckchen, brauchen wir halt wirklich nur das Leder. 3 Stück, um genau zu sein. Ich hoffe, dass meine Rechnung aufgeht. Wir können ja mal, haben wir noch Leder ausstehen? Noch 2. Nehmen wir das einfach mal mit. Wir nehmen das einfach mal mit und dann gucke ich mal, ob das so passt, wie ich mir das vorstelle. So, wo ist der Bottich da unten? Dann trinken wir was, waschen uns kurz und dann gehen wir in die Stadt zu Edwin, die Jagdquest abgeben aus der letzten monsterlangen Folge mit gefühlt 20 Fantastillionen Schnitten. Aber das ist halt, wenn du hin und her rennst und ich bin wirklich teilweise mehrere Minuten durch den Wald gerannt, um irgendwelche Tiere noch zu finden. Uff. Ich habe schon gehört, da gibt es noch ganz andere Quests, wo du jagen musst. Ist nicht so geil. Also ist zumindest nicht meine Art, wie ich Spiele mag. Natürlich kann nicht jede Quest so eine Alvin-Quest sein, die irgendwie gut ausgedacht ist. Aber egal. So, wir packen mal den Speer weg und geben die Quest ab bei Edwin. Ist nicht dein Ernst, Edwin. Ah, oh, er steht auf. Das ist ja krass. Bin die Tiere losgeworden, wie du wolltest. Das habe ich bemerkt. Dank dir, hab gut geschlafen. Hier für die Mühe auch ein Extra von mir. Dankeschön. Was haben wir jetzt eben bekommen? Ich glaube, der hat uns Pfeile gegeben, ne? Pfeile gab es und ein bisschen Kohle. Was war denn das eben? Erst schläft er und dann sprintet er los. Adelina, moin. Zeig mir mal deine Waren. Ich habe dann was zu verkaufen für dich. Ach, das ist der, die ich... Die hatte kein Geld. Mist. Auf Wiedersehen. Ich brauche einen anderen Händler. Wir gehen mal zu unserem Dunghändler. Der müsste noch ein bisschen Geld haben. Oh. Na, Kleiner. So, Sobomir, zeig mir mal deine Waren. Er hat noch ein bisschen Geld, siehst du. Du kriegst von mir Beutel und du kriegst von mir Fleisch mit Soße wollte ich eigentlich selber essen, oder? Na, die Beeren kannst du auf jeden Fall haben. Und du kriegst von mir das Leder. Siehst du, jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Du kriegst von mir auch Pelz. So, 829, so langsam wird das. Und dann kriegst du von mir noch das Fleisch. 905. Und auf Wiedersehen. Wobei jemand gesagt hat, man soll ja mal mit ihm reden, denn umso besser die Zuneigung ist, umso besser werden anscheinend die Preise. 65. Jagd und Arbeit findet er gut. Okay, jetzt hat er keinen Bock mehr. Aber so müssen wir auch mal unsere... Okay, ich komme hier nicht drüber. So müssen wir unseren Ruf bei den einzelnen NPCs auch mal ein bisschen steigern. So. Jetzt haben wir eigentlich, komm, einmal ein Fleisch mit Soße können wir noch essen, würde ich sagen, oder? Das geht schon. 905, das ist nicht viel. Wir müssen noch ein bisschen Kohle machen. Jetzt haben wir folgendes Problem. Wir haben die Taverne 2. Das heißt, wir müssen die alte Taverne abreißen in unserer Synapsia sozusagen. Wir können mal gucken, haben wir mit denen schon, wo ist denn... Da ist Wulstan, mit dem müssen wir mal reden. So, 11 für die Säckchen und 2 für das einzelne Leder. Gut, dann lohnt sich auf jeden Fall, das herzustellen. Hast du mal etwas Zeit für mich? Wie ist es dir denn ergangen? Selbst das findet er nicht geil. Den Adligen fand er nicht gut und die Jagd? Die Jagd fand er super. Hast du mal Zeit? Nee. Ich schaffe eine neue Siedlung. Ich habe gehört, du baust einen Hof aus. Nee, der braucht 75 oder was? 750? Ach nee, die Reputation. Das war die Geschichte. Deswegen kriege ich dir nicht in mein Dorf.
Okay, dann lass mal auf der Karte gucken, ob wir hier irgendwo noch Quests haben. Ne, in Denica, da komme ich ja gerade her und hier oben sind noch zwei. Ach, ich würde sagen, dann laufen wir jetzt in unser Dorf zurück und bauen die neue Taverne, die ja dann, glaube ich, auch zu ist und nicht mehr so luftig wie die alte. Ich würde sagen, das machen wir. Dann reißen wir die ab und bauen die neu. Gut, dann laufe ich mal zurück. Werde dann noch ein bisschen Holz farmen und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir zurück. Der Tag ist schon fast wieder zu Ende. Ich habe ein bisschen Holz geschlagen. Das liegt hier vorne vor dem Haus. Jetzt müssen wir Osmund sagen, dass er kurz mal seinen Job wechselt, weil wir ja diese Taverne neu bauen müssen. Und Osmund kann sehr gut herstellen. Deswegen werde ich ihn in die Schmiede einsetzen. Und da kann er als Handwerker ein bisschen arbeiten. Und wenn wir uns dann mal im Management angucken, was die Schmiede kann, dann haben wir hier meines Erachtens eingestellt, dass er Fackeln herstellen soll. Und das wird er jetzt wahrscheinlich machen, ne? Osmund, ich baue dir eine schöne neue Taverne. Und bis dahin müssen wir hier noch Sachen aus dem Lager nehmen. 10 Kilo, noch 5. Okay. Jo, dann machen wir das erstmal so. Dann bringe ich das mal ganz kurz ins Essenslager. Die Fallen muss ich auch mal neu machen. Die auch zwischen den Häusern durchlaufen können. Dann verdippt das auch nicht so schnell, würde ich sagen. Die Fallen gucke ich mir nur schnell an. Das gibt ja wieder Punkte. Armen Vögel, die hier völlig zermatscht sind. So hat man früher echt Vogelfallen gebaut, dass die Vögel so völlig platt sind. Das ist ja echt schon eine Nummer, ne? Okay, 49. Können wir uns wenigstens ein bisschen bewegen? Jo, können wir. Dann packen wir das nämlich hier alles rein und dann können wir die endlich die neue Taverne bauen. Dann ist es auch nicht mehr so zugig, gerade bei diesem komischen englischen Wetter hier. Das ist schon echt eine Nummer, wie eklig das hier ist. So, die Suppen. Und das war's, was Essen angeht. So, dann bringen wir noch mal kurz die Sachen ins... Ihr habt schon Feierabend, ne? Ihr kriegt jetzt aber keine Kneipe, das könnt ihr vergessen. Da muss ich jetzt ran. Gucken, was passiert, wenn die da ihren Feierabend genießen wollen. Aha, da ist kein Wirt. Der Bauermeister ist ja aber auch mehr als kaputt. So, mal gucken, was passiert. Der geht wahrscheinlich vorher kaputt, bevor ich hier... Also, wer hätte es gedacht? So. 10 Stock, ein Rundholz. Ein Rundholz. Ein Stock gibt einen Hammer. So, er sitzt noch an seinem Stuhl. Wo habe ich den Bauhammer? Auf der 4, ne? Jo. So, mein Freund, ich muss dir leider mal das Dach entfernen. So, ich muss den erst wieder auf Zerstören stellen. Tut mir leid. Na gut, du hast den ganzen Tag in der Kneipe gearbeitet. Du hast dich jetzt wahrscheinlich auf ein schönes Feierabendbierchen gefreut. Und jetzt reiße ich dem hier das Dach weg. Jo. Mal gucken, was passiert. Huch. Geht der jetzt nicht weg, oder was? Boah, der sieht aber pissig aus. Na gut. Probieren wir mal unser Glück, eine neue Kneipe hinzusetzen. Taverne Numero 2. Wo ist sie? Taverne Numero 2. 10 Hölzer brauchen wir. Ich hätte 13 anzubieten. Steht er da. Weißt du, im Nassen, völlig betröppelt.
Häusiger bin. Kriegt gleich eine. Eine richtig schöne. So, ein schlauer Mensch hat mir gesagt, immer wenn du das Gebäude anfängst, dann... Richte mich mal aus, hier so. Dann zeigt der Eingang auf einen. Ich weiß jetzt nur nicht, wie viel Abstand ich hier habe. Aber so müsste es gehen. So, da ist die Taverne. Oder machen wir sie nach innen? Eigentlich kommen mir die ganzen Mitarbeiter... Wohl, nee, ich mach sie. Ich mach sie mit dem Eingang zur Straße hin, weil das soll ja auch was Öffentliches sein. Ne? Nee, die Leute wollen ja auch hier vom Weg, wollen sie gucken, ach, was eine schöne Schenke oder was. Taverne, was auch immer. Dann wollen die ja bestimmt da rein. So, oh Gott, brauchen wir viel Rundholz. Das langt ja hinten und vorne nicht. Wahrscheinlich muss ich gleich nochmal einen Cut machen, ein bisschen was farmen. Weil es ist ja unendlich Holz, was hier fehlt. Wir haben zwar im Lager jetzt, glaube ich, noch ein bisschen. So, 12. Das heißt, wir können 28 Kilo können wir mitnehmen. Können wir auch 30 tragen. Das Dach. Ach, die Wände sind automatisch. Das Dach ist immer noch Stroh, ne? Wobei es hier wahrscheinlich wurscht ist, oder? Wegen den Heizkosten. Hier muss ich... Ach, hier kann ich auch nichts ändern. Nee, das Haus ist das, wie es gebaut ist. Okay. Ich hatte jetzt überlegt, ob man die Wände eventuell nochmal anders baut, aber... Aber das kannst du ja bei der Hütte gar nicht ändern. Das geht ja gar nicht. Wobei, wenn ich überlege, wie lange hier die Scheune gebraucht hat, das hat auch schon lange gedauert. Ich glaube, ich werde einen Baumstamm weniger in die Tasche nehmen, weil da bin ich insgesamt ein bisschen schneller unterwegs. Na gut. Ich meine, die Prozedur, was jetzt passiert, kennt ihr ja, ne? Viel Holz sammeln, viel reinhämmern. Ich würde sagen, ich lege mal eine Nachtschicht ein. Und dann sehen wir uns wieder, wenn diese sehr hübsche Taverne wieder steht. Also, dann bis gleich. Ah, die Vöglein zwitschern. Und der werte Herr von Synapsia hat die ganze Nacht durchgearbeitet. Die Kneipe steht. Ich bin sehr zufrieden. Da steht sie, frisch eingerichtet. Eine richtig tolle, einen richtig tollen Herd, in den auch Brot gebacken werden kann. Und Pastete. Yummy. Ja gut. Dann würde ich sagen, werden wir unserem werten Herrn hier mal wieder einsetzen, den wir zuletzt abgezogen haben. Das war Osmund, ne? Genau, der Osmund. Der ist nämlich Handwerker. Und der wird jetzt in der Schmiede arbeiten, sondern in der Taverne 2. Oh, hier kann man sogar 2 einstellen. Jetzt müsste der sich eigentlich von seiner Arbeitsstelle, da kommt er auch schon, hat nicht lange gearbeitet, der Morgen ist noch jung. Wie viel haben wir denn? 7.47 Uhr, der arbeitet das Dreiviertelstunde. Viel Spaß, Osmund, in der neuen Kneipe. So, das können wir wieder aktivieren. Dann können wir eigentlich noch einen Kram ins Essenslager legen, ne? Was ein Schaff. Ich habe jetzt wirklich die ganze Nacht durchgearbeitet. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Realzeit das waren, aber es hat einen Moment gedauert. Und ich bin am Überlegen, ob ich mir die 16... Moment, hat das gerade gesehen? Moment mal, jetzt will ich mal was gucken. 30% Suppe, wenn ich die 30% dazu packe... Sind wir bei 75% Suppe. Wenn ich mir wieder eine wegnehme. Ne, 75, das ist Nährwert ist 30. Okay, ich dachte, das wird jetzt irgendwie gestackt oder sowas in der Art. Ne, okay. Dann habe ich mich getäuscht. So, da ist überhaupt nicht viel Fleisch drin. Ne? Da hat ein bisschen gebratenes Fleisch. Okay. Dann hoffe ich mal, dass das verarbeitet wird. Wie sieht es eigentlich aus mit Brennholz? 3,3, siehst du mal, bevor jetzt gleich hier die Stimmung wieder sinkt im Dorf, werde ich mal das restliche Rundholz, was ich noch in der Tasche habe. Ist überhaupt keins mehr drin, ne? Werde ich mal in Brennholz verarbeiten. Das ist zwar nicht sonderlich viel, aber ich glaube, wir müssten vielleicht... Wir müssen mal gucken, was es kostet, dass wir den nächsten Holzfäller einstellen können oder einen besseren. Beziehungsweise nicht einen Holzfäller, sondern die...
die Holzfällerhütte, aber ich weiß nicht, ob das was bringt, ob dann zwei Holz holen oder ob wir Stein, Stock, die Suppe zähre ich mir gleich rein. So. Oder ob wir drei einzelne Holzfällerhütten bauen, ne? Gerade jetzt für diese... Kann ich dich aufnehmen? Oder läufst du wirklich so weit vom Hühnerstall weg? Ah, da ist das zweite Huhn. Hä? Ist das richtig so? Können die so frei laufen? Da muss hier vielleicht ein Zaun rum. Warum regnet es schon wieder? Der Morgen hat doch super angefangen. Was ist denn das für ein Schiffwetter? Da rennt das Huhn. Gut, aber ich kann jetzt ja auch nicht, wenn ich jetzt einen Zaun baue, kommen die eventuell nicht rein. Ich lasse die am frei laufen. Freilaufende Hühner sind eh viel besser. Ne? Gut. Genau. Ah, stimmt. Tavernenmanagement. Wir müssen mal gucken, ob hier überhaupt was eingestellt ist. Nicht, dass er das rausgenommen hat. Was soll Herr... Haha, siehst du? Mach bitte... Wir haben gebratenes Fleisch, haben wir da, ne? Das heißt, der kann Suppe machen. Aus Kohl und Fleisch. Keine Ressourcen. Okay. Dann aus Salzfleisch, das haben wir auch nicht. Das ist wieder Salzfleisch. Da haben wir auch keine Ressourcen. Welche Suppe war denn das? Fleisch mit Soße war das, ne? Das müsste gehen. Machen wir 50%. Und hier brauchen wir einmal Wasser. Wie kriegt man denn einmal Wasser? Hä, gibt es einen Brunnen? Wie kriegt man denn einen Eimer Wasser? Eier, Roggen. Boah, das ist ja richtig aufwendig. Na gut, dann soll er auf jeden Fall noch gebratenes Fleisch machen. Salzfleisch funktioniert nicht, ne? Da fehlt das Salz wahrscheinlich. Eimer Wasser. Okay, ich wusste gar nicht, dass das geht. Okay. Wo hat man denn Eimer? Wo? Beim Herstellen im Zweifelsfall, ne? Werkstatt? Nö. Näherei? Da waren die Klamotten, das war total sinnlos, dass ich das Geld dafür ausgegeben habe. Taverne, Fladenbrot. Okay, hier hätten wir zum Beispiel das Fladenbrot. In der Schmiede. Schmiede 3 hat Eisenpfeile, Armbrust, Messer, eiserne Schaufel. Okay, das kommt alles erst später. Tja, einen Hammer sehe ich hier nicht. In der Schmiede. Die Jagdhütte hat nur den Bogen. Fischernetz. Okay, da sind wir auch noch nicht so weit. So, hier kommt Holzschuppen Nummer 2. Können wir den schon bauen? Können wir den schon bauen? Schweinestall. Oh, was kann der Schweinestall? Ein Knüppel. Knüppel vielleicht nicht schlecht, um sich zu verteidigen, wenn mal irgendwas auf Nahkampf kommt. Lehmbewurf, Gänsehaus. Was ist das? Flügen, Sehen, Ernten, Tiere melken, Schafe scheren. Okay, wir sind noch im Frühjahr. Wenn wir jetzt praktisch selber unser eigenes Flachsfeld anlegen würden mit dem Kram, den wir haben. Oder kann ich eventuell... Wo war das denn hier? Ich will den Lehmbewurf haben. Der Knüppel gilt da nicht, ne? Gemüse sammeln, Tiere melken, Schafe scheren, pflügen, säen, ernten. Frage ist, was uns die Punkte bringt. Wir müssen auf, was ist das? Wo ist hier die Grenze? 250 auf 500 Punkte kommen. Puh, das dauert aber noch.
um den Lehmbewurf zu bekommen für die Häuser. Das wäre schon eine gute Nummer, ne? Das ist ein unbepflügtes Feld. Das ist, liegt wahrscheinlich daran, dass dort nichts angebaut wird. Das sieht ziemlich... Ah, er fängt hier an, okay. Naja, er ist da gerade dran. Er düngt gerade das Feld. Also habe ich jetzt keinen Bock, stundenlang das Feld zu bestellen. Das ist ja auch nicht so geil. Hallo Amelie. Amelia. Hast du mal Zeit? Wie geht's dir denn? Hast du Gerät... minus 5, das ist nicht gut. Tut mir leid, jetzt hast du keine Zeit mehr. Na, fantastisch. Gut. Jetzt weiß ich nicht, was wir als nächstes machen. Wir müssten eigentlich Geld machen. Wir müssten vielleicht auch nochmal in die Mine gehen, oder? Eisenpfeile herstellen soll ja irgendwie der heiße Shit sein. Ich guck mal ganz kurz, kann ich das schon? Wir gehen einfach mal hier in die Schmiede. Wir brauchen nämlich auf jeden Fall Geld. Müsste hier sein. Schmiede. Wo ist das mit den Eisenpfeilen? Ferne? Schmiede. Ein Stapel mit Eisenbolzen. Ah, Eisenpfeilen hier. Das können wir schon. Okay, dann gucken wir ganz kurz, was die Eisenpfeile brauchen. 10 Eisen, 10 Stock. Dann müssen wir vielleicht sogar nochmal in die Eisenmine rein. 10 Eisen, 10 Stock. Eisen. Jo, da können wir doch mal, wie viel können wir tragen? 28 Kilo. Dann machen wir einfach erstmal 20, würde ich sagen. Dann nehmen wir 20 Stöcker mit. Dann haben wir 2 Stück und die können wir schon mal verkaufen. Ach guck mal, das geht sogar relativ zügig. Und die sollen auch relativ leicht sein. So, einen Schweinestall könnten wir bauen. Wobei ich jetzt nach der Nacht... Was war das? Hat da jemand das Hühnchen umgebracht? Na, was ist mit dir los? Und dir geht's auch gut, oder? Hat dir jemand Leid getan? Hat dir jemand irgendwas getan? Was denn? Sage. Sprich. Hallo, was ist denn? Da hat doch letztens jemand gefragt, ob die Hühnchen sich bewegen. Sie bewegen sich auf jeden Fall. Ob sie, und sie haben, sind ja auch rumgelaufen. Gut. Machen wir weiter, den Hühnchen geht's gut. Da ein neuer Tag ist, können wir nochmal gucken, ob wir Wulst dann irgendwie überzeugen können. Das war Quatsch, was ich hier mache. Dann nehmen wir uns jetzt nochmal Eisen mit und dann müssten wir nochmal wirklich da hochgehen in die Mine. Dann können wir vielleicht auch die Quests in den anderen Städten machen. Und 20 Stöckchen. Na, dann können wir eigentlich drüben den Kram verkaufen. Wir können uns auch mal bei Gelegenheit selber welche herstellen, dass wir halt 50 Eisenpfeile in der Tasche haben, ne? Anstatt diese Steinpfeile. So, wie viel haben wir denn jetzt? Eisenpfeile, 200 Stück. Das klingt doch schon mal gut. Dann gehe ich mal was trinken, mich waschen und dann laufen wir mal rüber in die Stadt. Und dann können wir ja mal schauen. Ah, wir sind vor Saisonende. Nee. Wir könnten nach Denica laufen. Da können wir auch dort verkaufen. So werden wir das auch tun. Wir laufen nach Denica. Dann verkaufe ich dort ein bisschen den Kram.
Und dann können wir dort vielleicht noch die eine Quest machen wegen den Reputationspunkten. Oh. Jetzt regnet es zumindest nicht mehr. Einmal ein Kopf ins Wasser getaucht und schon ist hier der Ton aus. Warte mal, schon mal. So, ich laufe mal Richtung Denika. Und würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.